Hey, Heidi. Hallo, Rasmus. Hallo. Krasses Shooting, ne? Ja, Wahnsinn. Machen wir heute. Hallo, ich bin der Rasmus, ich bin Fotograf. Ja, heute bin ich hier, um das Höhenshooting für Germany's Next Topmodel zu machen. Mit extremen Situationen kennt er sich aus. Die Fotos von Rasmus Kessmann sind immer actionreich. Ich komme so aus dem Extremsportbereich und ja, ich hab's gerne extrem. Bin gerne irgendwie in Höhen, bin früher sehr viel Klettershootings gemacht auch und so und dementsprechend freue mich heute hier zu sein. Dann gehe ich auch mal hoch. 122 Meter über dem Abgrund hier in Berlin. Ist auf jeden Fall ein super schöner Ausblick. Ich freue mich hier oben zu stehen. Außer dass es kalt ist und zieht, ist alles gut. Ich bin bereit. Luca, das kann losgehen. Genau, super. Ich zieh dich jetzt hoch. Okay? Mhm. Ah, Luca! Nice. Also, ich kann es nur empfehlen. Alle sollten mal ausprobieren. Ach du meine Güte. Super. Okay. Genau, Blick zu mir. Wo steht denn bitte unser Fotograf? Guck dir das mal bitte an. Guck mal, wo Rasmus steht hier. Der ist auch angekettet hier. Aber ich meine, das ist ja auch total krass. Super, vielleicht können wir das ein bisschen aus der Bewegung rausmachen, dass du dich so ein bisschen so, weißt du, von links nach, oh, du frierst, ne? Alles gut. Ein bisschen von links nach rechts einfach so aufdrehst. Genau, so ne, sowas, ja. Ja. Keine Fee oder kommst angeflogen, du hast keine Flügel. Balancier mal auf diesem Geländer. Ja, du bist schon sehr eingeschränkt von den Möglichkeiten, oder? Ja, ich kann halt außer diesem Schritt gar nichts machen. Gib mir mal noch ein bisschen. Ja. Es hat angefangen zu regnen in der Zwischenzeit, es ist noch kälter geworden. Boah, es ist echt, sie hat keine Möglichkeiten, sich da zu bewegen. Ne? Ja. Und ich finde, sie muss auch jetzt langsam rein, weil sonst wird sie krank uns auf. Luca, du hast dich angestrengt, du warst die Erste. Die Erste hat es nie einfach. Danke. Also Angst hatte sie eigentlich nicht gehabt, ne? Das hat sie echt. Und wenn man da so drin hängt, hat man auch nur so wenig Möglichkeiten, da was machen zu können. Also, genießt die Höhe, es ist echt nicht schlimm. Es ist richtig geil, da oben zu hängen. Es ist absolut kalt und es ist richtig schwierig, was hinzukriegen. Luca, wie lange hast du draußen? In der Luft. Ja. Ich habe gar kein Zeitgefühl. Aber schon länger, ne? Es war sehr lang. Ja, also bestimmt so 10, 15 Minuten. Also ich war schon relativ lange da draußen. Good job. Das ist hinter dir. Ja, ich weiß noch nicht, ob ein schönes Foto rausgekommen ist. Also mal sehen. Ich denke, also Luca ist safe in der Top 10. Safe. Ich muss sagen, dieser Personality-Ranking ist Ironie des Schicksals. Ich bin auf Platz 14. Wenn Leute mich so sehen, dann ist es so, ne? Ich meine, ich werde auf jeden Fall versuchen, Heidi zu überzeugen, wie immer. Guck mal jetzt hier, der Fernsehturm, der ist fast schon nicht mehr sichtbar. Ja, das geht jetzt auch echt rapide. Das ist ja, ne? Mega also neblig. Meinst du, es schneit gleich noch? Man weiß es nicht. Mir ist nur kalt, aber das wird gleich mit dem Adrenalinkick dann überwunden. Ah, ich freue mich. Ich freue mich. Zuliden. Ja. Wir lassen dich frei raus, dann hängst du frei über der Stadt. Ja. Und dann kannst du auch noch versuchen, einen Salto rückwärts zu drehen. Ja. So, das probieren wir jetzt mal. Das ist natürlich cool, ohne Training, zum ersten Mal. Oh, es funktioniert. Also ich habe noch bis jetzt gar keine Herzklopfen. Vielleicht, wenn ich da über Berlin schwinge, kommt es ein bisschen. Los geht's! Wie fühlt sich's an, Celine? Es fühlt sich geil an! Oh, hi Berlin! Die ist so krass, die Celine. Und sie kommt wieder mit so einer guten Laune ans Set. Das macht einfach Spaß mit ihr immer. Ah, 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 ah.
sieht's aus da unten? Du guckst ab und zu mal runter, Celine. Es sieht geil aus. Ich habe immer noch keine Herzklopfen. Ich fühle mich wie kein Mensch. Keine Ahnung. Bin ich überhaupt normal? Nee. Nee. Siehst jetzt, wir sehen Unterschiede auch von den Modeln, ja? Ja, allerdings, ja. Oder? Wahnsinn. Wo Luca gerade gesagt hat, sie kann sich so schlecht da oben bewegen. Ja, geht doch eigentlich, ne? Man sieht es jetzt gerade bei Celine. Schön, ja, gut. Also eigentlich haben wir es. Ja, da war irgendwie auch was, ne? Also finde ich, wir haben es. Sie wollte rotieren. Sie wollte noch gerne frei sein. Ja, jetzt. Ach, das ist lieb. Aber sie will nicht aufhören. Nein, halt. Sie will einfach nicht aufhören. Die ist so verrückt. Es war geil. Ich hatte nicht einmal Herzklopfen. Ich habe es einfach genossen. Ich habe Berlin kopfüber gesehen, ne? Das erlebt man nicht jeden Tag. So. Also ja, ne, man hat jetzt doch den Unterschied gesehen, dass Luca eher ein bisschen geschwächelt hat. Es sah auch so aus bei Luca, als ob da einfach nicht mehr möglich ist. Genau, ne? Siehst jetzt du? Dann kommt sie und stellt sich da hin und macht bam. Ja. Und keines der Mädchen bis jetzt hat Höhenangst. Ich hoffe einfach, jeder kommt lebend wieder hier rein. Ja, mir ist ein bisschen schlecht schon, ne? Mach dir keine Sorgen. Wie soll man sich da keine Sorgen machen? Keine Sorge. Belastend, Alter. Belastend. Also geiler geht's nicht, Leute. Ich glaube, ich muss wirklich mich checken lassen beim Arzt. Ich hatte nicht ein Herzklopfen oben. Es war krass. Es war krass schön einfach oben. Ich habe Berlin kopfüber gesehen. Es war Hochverrat habe ich begangen, indem ich zu dem anderen Gruppe gegangen bin. Hat's bei dir geklappt? Ja. Also bei mir ist nicht alles so glatt gelaufen. Ich sage oft, ich habe meine Brille nicht auf und deswegen sehe ich wirklich nichts. Und das glauben viele Menschen nicht. Die hatten alle die gleichen Perücken an. Ach, du Scheiße. Die kommt schon noch und erzählt uns, wie es war. Wir leben zusammen, Leute. Nach 3 Minuten meinten die halt, ja, wir haben das Foto. Wir brauchen eigentlich nichts weiter machen. Und Heidi hat nur geschrien, du bist verrückt. Du bist verrückt. Ich habe mich 2-mal kopfüber gedreht, habe mich balanciert. Und ja, der Fotograf war auch sehr begeistert. Der hat nur wow, 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 wow geschrien. Ich meine, in dem Moment stand ich da und dann habe ich es einfach weitererzählt. Ja, das war geil. Ich bin schon glücklich über meine Leistung. Ich hoffe, dass Heidi sieht, dass ich vielleicht auch eine von den Besten bin heute.